Dienst zu gehen und dabei ja Razzia irgendwie mitzuwirken. Okay. Denn nachdem das Ganze da fertig war, hat der Staller mich in ein Handfass hingelegt und hinten auf die Rückbank des Autos gesetzt. Okay, wissen Sie, warum er das gemacht hat? Seine Aussage war, er wollte mich zurück zu den Medizinern bringen. Nochmal wiederholen, ich hatte vergessen, aus dem Funk rauszugehen, tut mir leid. Er hat daraufhin gesagt, er bringt mich jetzt zurück zu den Medizinern, also zu euch. Okay, also ich habe gestern noch mitbekommen, dass viele Polizisten sie gesucht haben. Das war wahrscheinlich, nachdem ich meine Kündigung abgegeben habe. Ah, okay, also wir Das haben zählt mit sich dazu. gefühlt, wir haben sie sich ein. Ich muss das leider fragen, weil das ist halt mein Job, wie haben sie sich gefühlt, als sie sich so machtlos gefühlt haben, als sie gemerkt haben, niemand kommt ihnen zu Hilfe. Erniedrigt. Das kann ich. Vernachlässigt, ja. Ja. Bei den. Wie geht's ihnen, nachdem sie niedergestochen wurden? Soweit körperlich zumindest ganz gut. Aber es ist halt immer so Okay. eine hintere Angst im Kopf da, dass hier irgendjemand mit dem Messer aus dem Gebüsch schippen könnte. Verständlich, verständlich. Wie geht's Ihnen mit der Situation allgemein, was die beiden Vorfälle betrifft? Sie ist tatsächlich sehr belastend, weil Herr Steller hat mich heute schon zweimal aufgesucht und wollte mit mir reden. Den Herrn, der mich mutmaßlich wahrscheinlich niedergestochen hat, habe ich heute auch schon gesehen. Okay, also würden Sie sagen, Sie haben auch Angst vor Herrn Staller oder Sie wollen ihn einfach meinen, weil Sie angefressen auf ihn sind? Angst vielleicht nicht in dem Sinne, wie jetzt eine richtige Angst, aber es ist halt ein komisches Gefühl, ihm gegenüberzustehen und zu wissen, dass er ihn da verdursten lassen hat. Ja, das verstehe ich. Beim LCN-Typen ist es die nackte Angst oder spielt auch ein bisschen Wut mit? Eine Wut und Angst, ja, tatsächlich. Okay, also Sonst ich weiß er mehr. halt nicht, ob er gleich wieder ein Messer zückt. Ja, also Sie sind auf alle Fälle traumatisiert von beiden Erlebnissen, wenn Sie mir sagen, Sie haben vor beiden Personen eine Angst. Ich finde das nicht normal, ja. Okay, nach einer Messerstecherei schon, nach den Vorfällen, aber normalerweise sollte man vor Personen keine Angst haben müssen, finde ich. Besonders nicht als ehemaliger Polizeibeamter. Ja, weil normal ist die Polizei, sorry, wenn ich das sage, jemand, vor der man Angst haben sollte und nicht vor seinen ehemaligen Kollegen. Das ist richtig. Also ich werde jetzt das Gutachten ausstellen. Wen soll ich es dann schicken? Einmal Herrn King Okay. und Herrn Kanzler, bitte. Wer ist Herr Kanzler? Das ist der junge Mann hier. Das will ich also einfach an den Herrn King schicken, wie Sie ihn kennen. Okay, Das geht dann direkt an mich. okay, Könnten Sie perfekt. eventuell das Gutachten, manche, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe mir wieder viel aufgeschrieben. Könnten Sie eine Empfehlung für eine Therapie dort reinschreiben? Für die Natürlich, natürlich. Traumabewältigung? Das wäre sehr gut. Natürlich, dann werde ich regelmäßig mit den Herren eine Sitzung machen. Also die psychologische Betreuung übernehme ich. Je nach Bedarf werde ich dann auch Medikamente einsetzen müssen. Und ja, also ich würde am Anfang mal regelmäßig, vielleicht einmal die Woche eine Sitzung machen. Wenn der Patient sie öfters möchte, dann mache ich das natürlich auch öfters. Das müssten Sie dann bitte auch in diesem Befund mit reinschreiben. Also Sie müssen Ja, jetzt das nicht die mache volle ich. Dosis oder so, aber dass Sie zum Beispiel Tabletten nehmen muss und so. Ja, also Tabletten kann ich jetzt noch nicht sagen. Da muss ich mit den Patienten erst eine Sitzung machen, aber mal eine Empfehlung für eine Therapiesitzung Genau, über richtig. einen längeren Zeitraum Genau, das und brauchen wir. eben reinschreiben, dass der Patient ein Doppeltrauma bzw. Posttraumata hat. Genau, perfekt, genau so. Also, Sie dürfen jetzt gehen, wenn Sie möchten. Ich werde das Gutachten dann schreiben. Das ist perfekt. Sofort, nachdem ich sie zur Treppe gebracht habe. Das ist nett. Dankeschön, Frau Yamaha. Bitte. Nach Ihnen, Herr Schmidt. Ja, ich halte Ihnen die Tür auf. Dankeschön, sehr nett von Ihnen. So, die Herrschaften, ich wünsche noch einen schönen Tag. Und Herr Schmidt, Sie melden sich bei mir wegen einem Termin für die Therapie, okay? Ja, das mache ich.
Dann perfekt. Dann Danke wünsche ich für Ihre dir einen Mühen. schönen Tag. Schönen Tag noch. Bitte gerne. Tschüss. Tschüss. Von dieser Treppe kriegt man auch ein Schleudertrauma. Eieieiei. Oh, ist das nicht die Frau Ducklin? Ja. Ja, danke schön für den Rententipp, ne? Ich kann gar nicht in Okay. Rente gehen, ich habe hier viel zu tun. Ja, Schmitz muss betreut werden, irgendein Herr Chaos hat sich angemeldet, der könnte nicht mit Rente kommen. Sind Sie wahnsinnig? Ja, hä? Ja, hey. Sie haben mir noch nicht den Friedhof gezeigt, ich muss mir ja auch ein Grab aussuchen, laut Ihrer Aussage. Ja, das müssen Sie mir auch noch sagen. Weiß leider nicht, wo der Friedhof ist, wissen Sie? Wie lange Der sind gibt's Sie auch hier? nicht. Doch, Naja, weiß ich nicht. weiß das. Es gibt einen Friedhof. Es gibt einen Friedhof. Ja, Ja, aber dann es müssen wir gibt ja mal bei schön allen Steine Friedhof. legieren. Ja, dann lass uns mal hinhauen. Ja, dann können wir das gleich noch mitmachen. Wie gesagt, Herr Schmitz, ich schicke Ihnen noch die Vollmacht, die müssen Sie mir noch unterschreiben, ja? Ja. Ansonsten kann ich nichts weiter für Sie tun. Ja, den musst du mir mal rüberschicken. Oha. Ja, das gibt eine Riesenklage. Das Was ist kann. denn jetzt überhaupt los? Ja, sag ich doch, es ist ansteckend, dass Herr Schmitz, ihr Frau Jacqueline. Das ist echt ansteckend, ich weiß. Ja, man muss ja mitmachen. Ja, das ist schön. Ihr habt ja Das auch ist ja damit doch. kein Problem. Ich sehe Ja, keine wirklich. Diskriminierung. Ansonsten würden Sie eine Klage an den Hals kriegen. Ist alles gut, Frau Ja, schön, Dankling. die kennenzulernen, Ja, auf freut jeden mich Fall. auch. Die Eine schöne Einreise Begegnung, ja. war Aber erstmal wunderschön. kriegen lassen. Auch wenn Sie gesagt haben, ich werde als erstes sterben. Ja, wahrscheinlich. Also bis jetzt ja. So vom Warte, Alter her, vom warte, natürlichen Tod her. ja, warte, warte, Aber erst musst du ja noch mal Zeit zu Ende machen. warte, ich lese doch mal lang, ich alter Mann, und 10 Jahre versetzt, aber ist egal, Soll ich dir mal kurz helfen? nein, warte, ja, das ist schon mal gut, ich bin nicht lange, warte, bin halt alt, ich gehe nicht so schnell mehr, haben Sie ein bisschen Verständnis. Aber ja. Da! So, jetzt. Oh wow. Auch ich habe noch Gefühle in dem Alter. Nee, natürlich. Und bin traurig, dass ich Frau Ducklin die 10 Jahre nicht wegkriege. Was für 10 Tage? 10 Jahre! Hä? Ja, ich bin 57, 67. Siebenundsechzig, Herr Kanzler. 57, das ist ein Druckfehler. Das. Das liegt, da muss ich mich mal beim den Staat den verklagen. Der macht mich älter als ich Also bin. bitte? Wie bitte? Sie wollen doch Wischiwaschi machen. Das hat doch nicht geklappt. Ja, der Wischiwaschi hat nicht Ja, funktioniert. das sehen Sie, also muss ich den Staat verklagen. Verfälschen ist nicht so einfach, wie Sie denken. Ich sag das nicht einfach. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Rote Fahne und so. Wer ist eigentlich verantwortlich für den Staat? Ein Staat. Ja, für den Staat. Ja, was, was? Herr Lukas Oreo. Oreo, ihr kriegt noch eine Klage an den Hals. Stellt falsche Dokumente aus. Ja, wollte ich nur umgucken. Ah, Pro Herr Kanzler. Jahr Sehr sympathisch. 100k mindestens. Was? Wie viel? 100k. Für was? Ja, pro Jahr. Falsch. Das sind 10 Jahre, macht 1 Million. Schadensersatz. Für Ihr Alter? Ja. Weil Sie es fälschen wollten? Nee, weil sich Ja. das Staat das halt ausgestellt hat. Bitte, Sie haben. Ah, Bitte Moment. was? Was hab ich? Naja, aber Sie haben das doch in das Papier getragen. Nee, hab ich nicht. Naja, wohl? Nein, hab ich nicht. Naja, bei Anzeige mussten Sie das. 57 habe ich angegeben. Moment. Sie haben mir Ihren Personalausweis Ja, und gezeigt. von wem habe ich den Personalausweis bekommen? Ja. Denken Sie, den führe ich mit mir rum. Nicht von mir. Ich habe ja auch nicht gegen Sie gesagt. Ja. Gegen den Herrn Orgreo. Verstehen Sie? Ich dachte, sowas kann man essen. Der kann man auch. Sehr gut. Die dünnen sind am besten. Ja, das stimmt. Gibt welche Richtig. mit Erdbeergeschmack, die sind am besten. Ebbe? Erdbeer. Erdbeer. Ebbe? Erdbeer. So, jetzt gucken wir mal, was auf Friedhof ist. Vielleicht lege ich mich doch gleich rein. Ihr könnt es gleich probieren. Ja, Probe liegen.
Oh, die So, Frau, sieht ja, das gut aus? mach! Fertig. Okay, aber schnell, das ist ja super. Diese Guten Tag, Frau Peinlich. Ducklin. Hallo, Frau Yamaha. Warum sind Sie eigentlich hier? Wer ich? Ja. Nee, um den Schmitz auszufragen. Was ist das? Das ist doch schon mein Job. Nee. Ja, Also doch. ja, Hier sehen aber Sie. meine auch. Sind Sie Anwältin? Nö. Was wollen Sie denn? Ach, Sie sind neugierig. Naja, aber sicher Das habe doch. ich sofort an den Ohren erkannt. Kätzchenohren Ja. sind immer neugierig. Kätzchenohren, Was Ihnen nur noch Herrschmitz. fehlt, sind Ja. Hasenschuhe. Achso, ich habe zu sich gefunden. Ups. Woher wissen Sie das? Das. MD 13 Gucken war Sie da, mich mal der an. war Ich unbeabsichtigt. bin da jetzt nicht hässlich gekleidet, oder? Wissen Sie was? Ja, was denn? Wenn ich dann irgendwas rausfinde, Oh, ja, Herr was Schmitz, denn? Dann klopfe stört ich es ja Sie, immer wenn mit ich den das in Ihrem Hasenschuhen Krankenakt wie reinklopfe? Ja, Dem bitte! Ergebnis vom Gutachten? Nee, kann ich nicht machen. Okay, dann werde ich das sofort machen. Ja. Ja. Hier sind Fragen, verhören Sie mal, ich bin sein Anwalt. Meine was? Ja, dann verhören Sie den Herrn Schmitz mal, ich bin sein Anwalt. Verhören? Ja, wir wollen doch Ich gerade will. ver. Herr Schmitz, ich möchte dich nicht verhören. Nicht? Nur ausfragen. Ja, das ist dasselbe. Ja. Und hört sich ja sicher auf das Gleiche. Das ist Ja, dasselbe. aber verhören ist ja grauenhaft. Also wie sich das Nee, anhört. das ist Foltern, was Sie meinen. Das ist hier was anderes. Ich hab Nee, ich glaube, wir müssen mal zum Friedhof. Ja, let's go. Komm, Sie, Frau Taglin. Zum Wohin Fried. wir? Zum Friedhof? Haben Sie irgendwelche Gedächtnislücken? Hatten Sie vor kurzem Nein. einen Unfall? Na, ja. Ja, da ist es bestätigt. Frau Wer Dackling leidet denn? unter Gedächtnisverlust. Ich? Ja. Was ist das denn? Ihr leckt mir am Zuckerli. Das Ding ist Ja, ja so ein kaputt. Zweisitzer. Das Ding ist ja kaputt. Wahnsinn. Autos gibt's hier und ich fahre schon eine Schrottmühle. Vorsicht! Schrottmühle. Raserschwein, gibt eine Anzeige hier. So, auf, zu, auf. Jetzt macht er auf, den Bock. Oh! Ja, wollen Sie fahren? Nee. Ja, testen Sie mal. Nein, das ist Ihr Auto. Ja, ich bin aber nicht der schnellste Fahrer. Ist ja egal. Ich muss aber Ja, kurz hier in dein altes Navi eintippen. tippen mal ein, ich muss eh erstmal anknallen. Motor starten. Wo war das denn jetzt? Schuld. So, ich warte bis dreimal klopfen, ja, das ist altes Gerät. Ja, die Karte lädt hier gerade nicht. Wer kommt denn da schon wieder angerast? Das ist ja kriminell. Lebensmüde, seid ihr ehrlich. Ich guck da hinten raus. Oh Gott, ich hab was mit den Augen. Augen. Wo war der denn? Ich glaub, da war der. Ich glaube. Sind sie alle angeschnallt? Ja. Sehr gut. So, Schulterblick. Da oben müssen wir hin. Blinker setzen. Es geht los. Herr Schmitz, Sie sitzen wieder so weit vorne. Können Sie nicht ein Stück nach hinten? Nein. Ach, Herr Schmitz. Ja. Wie darf man ihn nicht wenden? Herr Schmitz, Sie müssen echt wieder Sympathie zurück. Sie müssen das Schild entfernen. Das gibt's ja gar nicht. Wenn der So, nächste Weg Ampel weiter. ist kaputt, dann darf. Ach, jetzt ist es grün geworden. Sehen Sie, immer wenn man schimpft, wird's. Ja. Da. Ich Da muss fährst du nicht blinken, genau Schulterblick. hin. Da, Spaß, da. Tja. Rechts vor links frei, Ampel ist kaputt, hab ich gehört. Was ist denn gestern noch passiert, Herr Schmidt? Ach, vieles. Ja, erzähl mal. Das erzähle ich dir unter vier Augen. Ich höre nichts, Sie können ruhig erzählen. Ich erzähle das unter vier Augen. Stopp! Halt, weiter geht's. Ciao. Ach, Herr Kanzler. Ja, was denn? Ich finde Sie jetzt schon toll. Jetzt, ja, das freut mich. Ich gebe mir auch Mühe. Ja, das sehe ich. Vorsicht, Fußgänger. Hier ist ja gar keiner. Ich bin noch nie so sicher gefahren. Ja, sag ich Ihnen. Ich bin nicht der Schnellste.
Aber der sicherste Fahrer. Das ist aber ganz schön weit draußen, Herr Schmidt. Sind Sie sicher? Ja. Ganz sicher? Ich habe sogar den falschen markiert. Echt? Ja, ich bin am Schicksal. Ach du Scheiben! Weil ich mich jetzt verarschen, Herr Schmidt. Ich kann ja nicht wenden. Durchgezogene Linie, es tut mir leid, da muss ich erstmal hier hochfahren. Ach, ich kann hier langfahren. Schönes Navi, oder? Hier darf ich aber gar nicht abbiegen. Durchgezogene Linie. Ja, Augen zu! Wie bitte? Ist doch eh keiner hier von den Polizisten. Ja, vielleicht aber protokollieren sie für später. Das heißt wohl ja. Das glauben sie auch selber nicht. Sagen wir es mal so, ich hoffe nicht. So. Was sind denn das für Buden hier? Er legt mir am Zirkerli. Oh ja, das ist wirklich schön. Mensch. Wenn ihr im Parkplatz wäre, würde ich glatt anhalten. Hast du eigentlich das Bild im D-Funk gekriegt? Ich? Ja. Ja. Ich habe auch geantwortet. Echt? Ja. Ich habe D-Funk gerade zu. Ich habe auf dieser Twitch-App habe ich erstmal Blödsinn gebaut vorhin. Warte, was? Ich habe auf der Twitch-App vorhin erstmal Blödsinn gebaut. Aber sowas von. Aber irgendwie ist da noch jemand verrückter als ich. Oh, wie zum heiligen Bimbam und ich habe den noch nie gesehen. Ich auch nicht, ich weiß auch nicht, wer das ist. Wer zum heiligen Bim? Also wer kann verrückter sein als du? Keine. Ich nehme das ja noch alles für später auf. Für später? Viel später. Oh, Herr Kanzler! Was denn? Oh, erschrecken Sie mich nicht, ich war konzentriert, was denn? War hier ein Reh oder was? Oh, mein Herz, ich hab einen Puls von 300. Oi. Halt, geht's. Ja, das ist ein Automatikfahrzeug. Was soll ich da für eine Kupplung drücken, Frau Schackling? Was? Schackling. Was? Das sind Haupte geworden. Ich hab nicht Fackling gesagt. Ich hab Schackling gesagt. Meine Güte. Taub sind auch noch. Da wieder anschnallen. Herr Kanzler. Ja, bitte. Nennen Sie mich bitte T. T? Was ist das? Kann man das trinken? Mein Name. Sie heißen wie ein Getränk? Ja. Was haben Sie denn für Eltern? Teeliebhaber? Ganz genau. Oh, süße, ganz Tee mit Süßstoff auf jeden Fall. Süßstoff? Ja, Süßstoff ist aber nicht so lecker. Ja, ich weiß es nicht lecker. Naja, wenn dann schon so Honig oder so. Das ist doch Süßstoff. Oder Zucker. Ja, ganz genau. Der Schulterblick. Aber nicht diese Anschlag! Das ist eklig. Ja. Das ja, ist die dümmste Erfindung auf Menschens Erde. Ja. Stopp! Ach, Gott. Ja, so, ja, frei, können wir fahren. So, ja, geht doch. Ah, läuft. Weh, erschreckt mich noch mal, ich sag's euch. Du fahr doch nicht im Busch hoch. Ich bin kein Busch hochgefahren, ich war ganz schnell auf der Straße. Nee. Ich weiß nicht, was ihr wieder für Köpfe habt. Ja, die gleichen. Der Schmidt hat angeblich einen neuen Kopf, also das glaube ich jetzt nicht. Ui. Wahrscheinlich eine Schraube locker oder so. Müssen Sie mal nachziehen, Herr Schmidt. Da habe ich aber auch eine. Du, das ist auch schnell. Nee, du nicht. Ich war die ganze Zeit da auf der Straße und die erzählt irgendwas vom Busch. Hier war ich noch nicht tatsächlich. Das ist aber ganz schön weit außen. Sind Sie sicher, dass hier ein Friedhof sein soll? Ja. Wenn du noch nie hier warst. Mich kommt doch keiner besuchen hier. Also ich war auf dem Staat noch nicht hier. Ich war auf anderen Staaten war ich schon öfter hier. Also wenn das keine große Trauerfeier wird, weiß ich auch nicht. Warum? Mich kommt hier keiner besuchen. Wenn ich euer Ärzte liege, dann muss ich euch eine große Trauerfeier geben. Was ist das denn da hinten? Da legt mich am Zuckerli. Ist das noch ein Flughafen?
Das ist das Army-Gelände. Wie Army-Gelände gibt's auch noch? Also die Bundeswehr. Ja, ja, ja. Ja, will ich dann meinen. Vielleicht haben die auch ein paar Fälle für mich. Ach, Herr Kanzler, ich habe noch was vergessen zu erzählen. Ja, was denn? Der Herr Rasiert wollte mich heute, glaube ich, bestechen. Bitte was? Ja. Während des Dienstes? Ich habe doch gestern Abend schon gekündigt. Da war er im Dienst? Er war im Dienst. Ja, dann ist das der Bestechung im Dienst. Also er besticht. Das ist Korruption. Was hat er denn bestochen? Also mit was? Er wollte mich wieder zurück ins PD holen. Stopp! Wie denn? Und hat gesagt, wenn ich beim PD anfange, könnte ich einer der 5-Sterne-Generäle bei der Bundeswehr werden. Das ist ja seelisch und moralische Erpressung. Kommt ja auch noch dazu. Ja, da müssen wir mal gucken. Das riecht nach einem zweiten Fall. Also sind es ja jetzt schon 4 Fälle. Oh, ich habe mir nicht mehr gesehen. Ja, hier will ich beerdigt werden. Oh. Stopp! Kennst du den Witz mit dem Autofahrer, wer der beste Autofahrer ist? Die Geisterfahrer, die sind so entgegenkommen. Richtig! Die sieht so ein bisschen aus wie nach Wein und nicht nach Friedhof. Sind die hier im Friedhof? Hier soll der eigentlich sein. Du in die. Was ist das denn? To Hoots Falls? Hab ich mir das falsch gemerkt? Ja, anscheinend, Herr Schmitz. Man merkt ihre Post, Dingsbums-Trauma, das wirkt noch. Meinst du meine posttraumatische Versicherung? Genau, das ist immer so. Wie Karl Kanzler, ganz leider, kann ich nicht auch versprechen. Warte, ich muss mal ganz kurz hier in der Google-App googeln. Ich kenne mich hier leider nicht aus. Ja, ich google mal kurz in der Google-App. Herr Kanzler! Ja! Bin da auch, wie? Ich hab mal Navi eingetippt. Ja, let's go. Aber vorsichtig, ja. Ja, ja. Schulterblick. Auf Blinker setzen. Let's go. Anknallen. Ja, ja, ihren Tank haben sie im Auge, ne? Ja, ja, der ist noch doch Hälfte voll. Aber schlucken tut er trotzdem wie so ein Biest. Aber fahren nicht. Nee. Stopp! Aber Rasen ist doch eh nicht gesund. Ich bin dabei jetzt noch nicht gestorben beim Rasen. Ja, aber wer weiß, wie viele Schäden die schon haben? Gar keine. Das glaube ich nicht. Frau Dackling, sagen Sie doch mal was dazu. Was denn? Ich kann gut Auto fahren. Ja. Wie viele Schäden hat er schon an seinem Auto gehabt? Schäden. Weiß ich nicht. Ein paar. Also doch, Sieche. Und seitdem wir fahren, wie viele Schäden? Null. Merken Sie was, Herr Schmidt? Fahrweise ist doch alles. Wir fahren ja auch nicht, wir schleichen. Wir fahren über 50, 60. Sind Sie wahnsinnig, soll ich ja gegen Leitplanker fahren? Nicht, dass du noch einen Geschwindigkeitsrausch kriegst. Ich bin 57 plus 10, laut Frau Ducklin. Und ich werde als Erste sterben, also kann ich auch gemütlich fahren. Stopp! Wie bitte? Laut ihrem Personal. Ja, den ich von diesem Staat gekriegt habe, merkst du was? Doch. Moment, ich muss fahren. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht noch länger hier warten. Herr Kanzler. Ja, bitte. Soll ich mal für Stimmung sorgen? Ja, Stimmung, aber nicht die, die sie vor uns hatten. Das war eine traurige Stimmung. Hörst du die nicht? Ich höre, nein, tut mir leid. Oder ich habe wieder was mit meinem Gehör. Frau Ducklin, hören Sie was? Ich höre was ganz leise, ja. Jetzt höre ich Regen. Na doch, irgendwas, aber ganz leise. Da muss ich ja Frau Dachlin recht geben. Oh, hier haben wir ein Problem. So schnell fährt das Auto gar nicht. Wie soll man hier 25 fahren? Herr Schmidt! Meilen. Ja, rechnen Sie mal um. Ich hab doch gar mal. Tut mir ja leid. Was sind Meilen? Ist das nicht mal 1,3 oder so? War Meilen nicht 1,3? Also, der bleibt ja fast bei 25. Ja. Zum Glück ist kein Bediener hier, da kann ich mal ausnahmsweise schneller fahren. Ich sage ja, sie müssen zurück, sie müssen alle Schilder wegmachen, das geht ja gar nicht. Oder wie sehen Sie das, Frau Duckling? Warum wollen wir die Schilder wegmachen? Naja, 25, das ist ein bisschen arschlang, da finden Sie nicht. Arschlang, ich fahre rechts, sind Sie blind, geht halt mal zum Optiker. Mit ihrem Kopf stimmt wirklich, ich war sie gleich wieder in die.
Ich mache mir Sorgen um Sie. Sie sind doch Millionär, da können Sie sich doch eine Augenoperation leisten. Fahre ich auf der falschen Seite, obwohl ich auf der rechten Seite fahre. Ich glaube, ich sagt. Was ist das denn? Ach, eine Baustelle. Ich dachte, eine Verkehrskontrolle. Ja, soll ich mich hier besaufen oder was? Was ist das denn? Fahr mal rechts rum. Halt ab! Haben wir es hier umgeändert oder was? Nee, das ist eine Scheune. Nee, nee, nee. Hier gibt's Kuchen. Und Tschüss. Fahr mal dahin. Ist das recht? Jetzt haben wir ein Problem. Ja, ich kann ja nicht durchgezogen. Ach man, immer weil es hier nötig gegen das Gesetz zu verstoßen. Ich war das Gesetz. Du sagst es, warst. Merkst du den Fehler? Herr Kanzler, Sie haben eine Nachricht. Ja, ich guck dann nach. Während der Fahrt guckt man nicht auf Handy. Verstehen Sie? Das machen Sie bestimmt ganz oft. Ja, ja, und haben noch keinen einzigen Unfall gebaut. Ist schon klar. Jetzt regnet es auch noch, wird es rutschig. Rutschig, flutschig. Ich glaube, so schnell wie Sie fahren, wird das auch nicht rutschig. Jetzt sehen Sie, safety first. Ich glaube, so sicher sind Sie noch nie transportiert worden. Ich fliege zwischendurch gerne. Wie fliegen? Ja, mit dem Hubschrauber. Ach so, ja, da, ich habe keine Fluglizenz. Ich jetzt auch nicht mehr. Ja, da würden Sie jetzt auch nicht mehr fliegen, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Es wird immer kurioser, warum wir denn jetzt auch nicht? Ich hab Angst. Herr Schmitz. Ja. Was machen Sie? Ist auch kein Frieden. Also hier wollen wir den armen Herrn Kanzler nicht verbuddeln. Nein. Weißt du, weil ich mich verbuddeln? Ich krieg Angst. Wo ist denn dieser Kackfriedhof hin? Ich guck ich auch mal bei Google Maps hier. Der war doch hier irgendwo. Ich hab alle festhalten. Anknallen. Ja, oh, wir sollten auch. Ist da ein Weg? Da hinten ist auf dem Weg, ist da sogar ein Dingsbums. Eine Tankstelle bräuchte. Ja, das wäre sehr gut. Ich bin jetzt zur Not halten wir bei der nächsten Garage an und ich parke ein Auto aus. Nein, da ist sogar eine Tankstelle. Nee, ich fahre schon. Alles gut, Herr Schmitz. Sie haben ein posttraumatisches Erlebnis gehabt. Halt, stopp! Sicher. Sie dürfen nicht fahren. Ich kriege gleich noch das nächste. Wollen Sie jetzt echt beleidigend werden, Herr Schmitz? Ach nein. Sie kriegen mich nicht zum Rasen. Drück doch mal durch jetzt. Mach ich doch. Ja, ganz. Ja, mach schnell. Nee, nicht jetzt. Da kommt gleich die Tankstelle. Da. Seht ihr, Herr Schmitz, immer das Rumgerade. Verpasst man doch alles. Was ist das denn? Nee, eine Tankstelle. Ich sehe das Ding doch nicht eine Tankstelle. Das ist eine Tankstelle. Das ist okay. Was? Eine altmodische Tankstelle. Das funktioniert das überhaupt noch? Ja, fahr da mal nicht rein. Was ist denn jetzt schon wieder? Bin ich direkt ausgestiegen. Echt, ihr macht mich echt kirre, ne? Ich bin seit 2 Stunden hier. Am Anfang krieg ich gesagt, dass ich als erstes sterbe. Soll in Rente gehen. Jetzt habe ich schon 4 Fälle. Jetzt machen sie sich drüber lustig. Gegen Fahrbahn. Irgendwas mit einem Bus. Obwohl ich ordentlich fahre. Ich bin der ordentlichste Fahrer. Das ist ja. Die Frau Dackling versteht irgendwas mit Fackeling. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, deine Aussprache ist so ein bisschen. Hast du ein Problem mit meiner Aussprache oder was? Kann auch nichts dafür. Entschuldigung. Ich glaube, der Kind hat auch ein Problem mit meiner Aussprache. Bitte was? Ja. Ich glaube, der Kind hat ein Problem mit meiner Aussprache. Sehr random. Warum? Hat der schon so eine Aussprache? Wer auch immer ist, guten Appetit. Ich nicht. Dann Herr Schmitz, lassen Sie es schmecken, ja, den Joghurt. Aber kleckern Sie nicht im Auto, haben Sie gehört? Das war ein Kartoffelsalat. Ah, ein Kartoffelsalat. Oh, da habe ich auch noch einen irgendwo einstecken. Ich muss da mal im Kofferraum gucken. Ich habe ihn im Auto gefunden. Und dann hat der Schmitz einfach hier in Kartoffelsalat gegessen. Ich hab die doch in den Kofferraum gepackt. Erzähl doch gar mit, Schmitz. Ich guck das nach. Da hat sich mein Kartoffelsalat gefressen.
Dahin ist die Kirche, oder nicht? Bin ich bescheuert? Ich glaub, da ist doch eine Kirche. Ja, nee. Herr Schmeck! Ja. Herr Schmeck! Dieses Klaviergedüdel, oder? Du hast meinen Kartoffelsalat gegessen, du Sau! Der kommt auf die Rechnung! Ich glaube, der Kartoffelsalat ist das geringste Problem an der Rechnung. Hm. Oh, wie viel bezahlen Sie? Ich habe gestern schon 150.000 bezahlt. Boah. Ja, hier ist er! Da ist er! Das ist aber, das ist schön! Kommt man da auch hin? Ja, du musst fahren ein Stück weiter, links! Kann ich nicht durch die schuldene Linie! Ah, fahr da rüber jetzt! Nein. Ja, aber kein Aufrollfahrzeug, was ich hier hab, ne? Ja, jetzt musst du hier rechts auf den Parkplatz, rechts! Das ist doch kein Parkplatz! Das ist ein Parkstreifen! Das ist Zumutung, ja! Das ist das Einzigste! Jetzt muss man anhalten und aussteigen. Ah, nee, ich muss erstmal wieder... Oh, diese Technik, diese alte Technik, brauche ich mal ewig. Moment. Ach, jetzt blinkt die Karre, ja, wollt ihr mich verarschen? Ja, zu. Ab. Zu. 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 Zu.